Radio Raufass. Nicole hat eine wichtige Person zur Osterzeit interviewt. Die Mesnerin aus Blindheim erzählt, was sie alles zum Vorbereiten hat. Heute habe ich das Mikrofon mal nach Blindheim in die Sacre Stein mitgenommen. Dort hat Frau Ritter alles über ihre Aufgaben in der Osterzeit erzählt. Wann beginnen denn die Vorbereitungen für die Osterzeit? Je nachdem, für die langfristigen Sachen beginnt die Vorbereitung schon Anfang März, für die kurzfristigen Sachen eher zeitnah, so 3 Wochen vorher. Was genau muss man denn da alles vorbereiten? Das ist sehr vielseitig und umfangreich. Es beginnt mit der Bestellung der Osterlichter, dem Schneiden und Einlegen der Palmzweige, Waschen und Bügeln der Ministrantenalben, Rosen bestellen für Karfreitag, Blumen bestellen für das Heilige Grab und für die Osterdekoration, Palmzweige für die Ministranten binden, Aufbau vom Heiligen Grab, am 5. Faschensonntag Kreuze und Altäre verhüllen. Ja, natürlich hat jeder Gottesdienst seine bestimmte Vorbereitung. Zum Beispiel der Wortgottesdienst am Aschermittwoch. Dazu gehört das Herrichten der Asche, Mikrofon, Stehpult, je nach Ablauf. Das klingt ja nach ganz schön viel Arbeit. Und mit wem arbeiten Sie da zusammen oder hilft Ihnen dabei jemand? Die Palmzweige besorgt der Kirchenpfleger Günter Haas. Das Heilige Grab baut der Herr Erwin Meyer mit seinen Helfern auf. Da bin ich sehr dankbar drum, weil das sehr viel Arbeit macht. Und bei Arbeiten, die ich allein nicht ausführen kann, helfen mir meine Mitmesmerinnen Kerstin Kindl-Öferle und Margit Böhm. Was muss man denn dann in der Osternacht selbst als Mesmerin so beachten? Ostern ist immer etwas Besonderes. Man muss die heiligen Öle herrichten, die im Osterfeuer verbrannt werden, die Laterne für das Osterfeuer, die Osterlichter für die Ministranten, das Weihwasserbecken für die Weihwasserweihe, die neue Osterkerze, Krüge zum Auffüllen der leeren Weihwasserbecken, je nach Ablauf das Licht einschalten und die Glocken. Es ist sehr vielseitig und umfangreich. Muss man nach der Osternacht dann auch noch etwas machen oder ist es danach einfach rum? Vorerst bleiben die Sachen noch stehen und ansonsten die üblichen Aufräumarbeiten, die nach jedem Gottesdienst anfallen. Und was macht Ihnen am meisten Spaß in der Osterzeit? Die Abwechslung gefällt mir. Erst ist alles dunkel und düster und an Ostern ist alles festlich, hell und freundlich. Und auch die Vorbereitungen der einzelnen Gottesdienste mit den verschiedenen Abläufen, das ist sehr, sehr interessant und ja, abwechslungsreich. Dann bedanke ich mich für das Interview und dann noch viel Spaß beim Vorbereiten für die Osterzeit. Ebenso, viel Spaß mit Radio Raufass. Jetzt gibt's Musik aus Luzern auf die Ohren. Hier ist Lee Metford mit Woman Just Like You. Radio Raufass.